Ihr wollt ja bestimmt auf dem Spielfeld nicht permanent eure Pistole irgendwo in der Hand oder in der Tasche haben. Deshalb gibt es immer passende Formholster für die Pistole. Die Holster beispielsweise von Noobroll oder Ammomax kommen immer mit einem passenden Gürtelclip. So könnt ihr problemlos die Pistole an euren Gürtel platzieren und wenn ihr sie braucht, könnt ihr sie per Druck rausziehen. Aber ihr könnt die Adapterplatte auf der Rückseite auch austauschen, zum Beispiel an eine Drop-Leg-Plattform, an eine Molle-Plattform. Dann könnt ihr das beispielsweise per Molle auch an euren Plattenträger ranmachen, an euren Battlebelt oder, wie Drop-Leg schon sagt, ans Bein. Generell würde ich euch immer ein passgenaues Hartschalenholster empfehlen, da hält die Waffe eigentlich deutlich stabiler drin, als wenn ihr jetzt ein Stoffholster habt. Und vor allem habt ihr einfach deutlich schnelleren Zugriff auf eure Pistole, wenn ihr die dann mal wirklich braucht. Aber welche Art von Holster benutzt ihr denn? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare.